Unsere Heimat, unser Auftrag. So, liebe Kameradinnen, Kameraden, liebe Freunde der NPD. Ich möchte euch hier nochmal recht herzlich in der schönen Wetterau begrüßen. Auch wenn wir heute bei Eiseskälte hier sitzen, ist trotzdem schön, euch alle wiederzusehen und dass wir überhaupt die Chance hier heute bekommen. Dafür danke ich dem Stefan Jaksch nochmal ganz herzlich und möchte mich natürlich auch bei den Helfern bedanken, die im Hintergrund wirken, die vorher beim Aufbau geholfen haben und jetzt auch bei der Küche und so weiter helfen. Wir führen zurzeit unter erschwerten Bedingungen einen Wahlkampf durch. Umso interessanter sind die Erfahrungen, die wir so sammeln an den Infoständen. Viele Menschen sind kritisch der Regierung gegenüber und noch skeptischer gegenüber Meldungen der Presse. Und das ist natürlich auch gut so. Langfristig wird uns dies nutzen. Ob das jetzt sich bei der Kommunalwahl, bei den Wahlergebnissen niederschlägt, wird sich zeigen. Das müssen wir erst abwarten. Wir sind da schon etwas abgestumpfter, wenn es um hetzerische Artikel in der Presse geht. Verwundert sind wir darüber kaum mehr. Vor allen Dingen, wenn man sieht, wenn man sich die privaten Facebook-Profile der Reporter anschaut, wenn die da mit den Grünen sympathisieren und so weiter. Ich hinterlasse natürlich oder gestehe jedem eine private politische Meinung zu. Man sieht aber sehr deutlich bei denen, dass es dann auch sich in die Artikel das widerspiegelt, dass es abfärbt, die politische Gesinnung von denen. Einen Unterschied machen viele Pressevertreter dann doch in Bezug auf die Berichterstattung über patriotische Parteien. Denn wenn es um die Berichterstattung der AfD hier im Landkreis geht, dann gibt man denen Plattformen, wovon wir nicht zu träumen wagen. So konnte man vor einigen Wochen ein unzensiertes Interview mit dem Spitzenkandidaten der AfD in Büdingen in der Zeitung lesen. Da ist dann die AfD doch lieber, die macht wenigstens keinen Ärger, als eine NPD im Parlament, die auch mal unbequem ist. Man hört es öfteren, die NPD sei mit Gründung der AfD überflüssig geworden. Wenn man jedoch die Arbeitsleistung der AfD in den Parlamenten bewerten würde, wäre dies zum Beispiel hier im Landkreis Wetterau nicht mal mehr die Note ausreichend. Die AfD ist mehr mit Distanziererei gegenüber der NPD beschäftigt, als mit der eigentlichen Arbeit im Parlament. Man merkt oft, dass es sich in der AfD um Neulinge handelt. Da wir aus früheren Fehlern lernen, wissen wir ganz genau, Distanzierung und Abgrenzungswahn nutzen nur den Feinden Deutschlands. Stefan Jaksch und ich bemerkten gerade im zurückliegenden Wahlkampf in den letzten Wochen, dass man uns immer wieder versucht, in eine Ecke mit den Mördern von Walter Lübcke oder mit den Mördern in Hanau in Verbindung zu bringen. Da denken nicht gerade die Stärke der Linken ist, hier nochmal ganz deutlich, mit solchen verrückten Typen haben wir nichts zu tun. In einem nationalen Deutschland würden solche Irren noch härter bestraft werden, als es in der BRD Fall ist. Des Öfteren hört man auch, gerade weil es doch durch die Presse so vermittelt wird, die NPD würde in den Parlamenten nichts bewirken können. Ich könnte jetzt dutzende Beispiele bringen, um dies zu widerlegen, möchte es aber bei zwei Ereignissen begrenzen. Wir haben im Büdinger Stadtparlament beantragt, zu prüfen, ob das geschlossene Hallenbad saniert werden kann oder ob neues Gebäude hingestellt werden kann. Das ging groß durch die Presse. Die Diskussion im Parlament zog sich über 2 Stunden hinweg. Die SPD fühlte sich sogar hingerissen dazu, einen Änderungsantrag zu stellen. Und dann kam sogar eine Diskussion heraus, dass die Vertreter der Altparteien ein Geheimtreffen vorher durchgeführt haben, um sich abzusprechen, wie man dann mit dem Antrag umgeht. Und ein großer Pressebericht erfolgte natürlich und das wissen die Büdinger auch bis heute und wissen das zu wertschätzen, dass wir uns dafür eingesetzt haben. Wir haben es damit geschafft, das Thema wieder ins Gespräch zu bringen. Für viele mag das langweilige Kommunalpolitik sein, jedoch für Familien und Senioren ist dies ein wichtiger Punkt. Gestern Abend haben wir dem Büdinger Magistrat einen besonderen Dämpfer verpasst, sodass die Magistratsmitglieder beleidigt den Saal verlassen haben. Der Magistrat sollte eine Allgemeinvollmacht für die nächsten Wochen erhalten. Das heißt, solange die Parlamente nicht tagen, hätte man schalten und walten können und ganz ohne Kontrolle. Die NPD-Stimmen waren für die Ablehnung ausschlaggebend. Da 7 Abgeordnete fehlten, ging das Ergebnis 15-15 aus. Unsere Partei muss sich nicht nur in den letzten Jahrzehnten mit der Bekämpfung der Ausländerflut beschäftigen, sondern auch mit dem Angriff von unsichtbaren Viren. Wir sagen ganz klar, macht dem Wahnsinn ein Ende.
Natürlich müssen ältere Menschen geschützt werden, aber wir fordern eine Rückkehr zur Freiheit. Linke bemängeln oft, wir hätten kein Alternativkonzept zu den Zwangsmaßnahmen der BRD. Da können wir doch ganz klar erwidern, hätte man das umgesetzt, was die NPD in 2017 erschienenen Gesundheitsflugblatt, hier alles mal hoch, es gibt es davon zu erwerben, was wir da fordern, wäre das umgesetzt worden, wären wir gar nicht in der Lage, dass man über ein zusammenbrechendes Gesundheitssystem schwadronieren müsste. Zuerst Krankenhäuser schließen und sich dann über die Anzahl der Betten beschweren. Das ist die BRD im Jahr 2021. Einen Appell an euch alle habe ich noch. Unterstützt uns in den nächsten Wochen hier im Wahlkampf. Wir alle müssen gemeinsam wie ein Bollwerk gegen die Multikulti-Wahn und die Überfremdung einstehen. Wir sind für den Erhalt unserer Kultur und unserer Tradition. Deshalb gibt es am 14. März nur eine richtige Wahl, die NPD. Vielen Dank. Zur Kommunalwahl am 14. März NPD wählen.